Also natürlich auf diesen Krisenprozess wird reagiert erst einmal nostalgisch. Nicht? Man hat immer noch die wunderbare Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Man möchte am liebsten zurück ins Wirtschaftswunder, erträumt sich das. Das war ja auf der Basis dieser Realakkumulation, dieser realen Mehrwertschöpfung, der abstrakten Arbeit, wie Marx sagt, im großen Maßstab, wo also auch Vollbeschäftigung herrschte. Und da gibt es eben ideologische Reaktionen, die sozusagen den Krisenprozess oder die Krisenursache auf den Kopf stellen, indem also Ursache und Wirkung vertauscht wird. Man tut so, als wäre dieses neue krisenhafte Finanzkapital die Ursache für die Krise und will nicht sehen, dass die Krise aus eben der dritten industriellen Revolution, aus der Krise der Arbeit selber kommt, weil eben diese Arbeitssubstanz in zu großem Maßstab herausgenommen wird, eben Entwertung von Arbeitskraft stattfindet, strukturelle Massenarbeitslosigkeit und so weiter, und das Kapital sich nicht mehr auf der Basis abstrakter Arbeit, was eigentlich sein Wesen ausmacht, reproduzieren kann. Das heißt aber auch, dass eben diese Verkehrung von Ursache und Wirkung genau dazu führt, dass dieses Finanzkapital und seine Träger, zum Beispiel eben diese Private Equity Fonds oder Hedgefonds, die diesen Unternehmensmarkt mittlerweile hauptsächlich betreiben und da agieren, dass die zum Beispiel von Müntefering in Deutschland als Heuschrecken bezeichnet worden sind und hier sozusagen als Böswilligkeit das erscheint, was in Wirklichkeit seine Ursache in der realen Krise der kapitalistischen Akkumulation der Arbeit selber hat. Und in der Tat ist das mit antisemitischen Konnotationen verbunden. Man könnte sogar, selbst da, wo es nicht offen antisemitisch wird, von einem strukturellen Antisemitismus sprechen. Denn traditionell, schon seit dem 19. Jahrhundert, hat der moderne Antisemitismus im Unterschied zum Antijudaismus des Mittelalters, der mehr religiös konnotiert war, eben sich vor allem auf die angebliche Verbindung der Juden mit dem Finanzkapital bezogen. Das war sozusagen eine ideologische Zuweisung, um sozusagen genau diese Ursache, diesen Zusammenhang kapitalistischer Reproduktion nicht sehen zu müssen, um eben quasi das Personal an einer bestimmten Gruppe dingfest machen zu können. Und das wird heute also wieder reformuliert. Das hatten ja schon die Nazis. Schaffendes gegen raffendes Kapital, wobei das Raffende, das Finanzkapital, eben als jüdisch denunziert wurde. Und genau das ist der Punkt, dass wir also heute eine ungeheure Gefahr haben, weil das eben nicht mehr wie in der Vergangenheit, selbst in der Weltwirtschaftskrise, ein kurzzeitiger Prozess ist der Krise, der Finanzblasen, die dann wieder zusammenkrachen, sondern es ist zum strukturellen Zustand geworden, der zwar auf Dauer nicht durchhaltbar sein wird, der aber eben genau wieder diese ideologischen Reaktionen hervorruft. Und der gesunde Menschenverstand sozusagen, des kapitalistischen Menschen, Arbeitsmenschen, der möchte eben zurück in die Heimat der abstrakten Arbeit, der Prosperität, wo man seine Arbeit hatte, sein Einkommen hatte, seinen Warenkonsum befriedigen konnte, und macht jetzt sozusagen genau wieder diese Zuordnung, die immer, wenn es auch nicht offen formuliert wird, immer dicht am Antisemitismus ist. Also diesen Zusammenhang, den muss man herstellen, denn selbst die Leute, die behaupten, dass sie keine Antisemiten werden, aber genauso argumentieren, die nehmen in Kauf, und die wissen das ja seit Auschwitz, weiß das jedes Kind, dass es diesen Zusammenhang gibt, diese Zuordnung von Finanzkapital und jüdisch, die nehmen das in Kauf, ja, dass eben, weil es die bequemste Lösung scheint, auf die Krise zu reagieren, die nehmen das in Kauf, dass eben diese Zuordnung auch unterschwellig wieder gemacht wird. Und da kann sich niemand rausstehlen. Man muss dann eben dem ins Auge sehen, dass es eine Krise der abstrakten Arbeit selber ist, dass es eine Krise der kapitalistischen Produktionsweise ist und nicht eine Krise, die sozusagen von der Böswilligkeit irgendwelcher Spekulanten herkommt. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt.